Hallo, schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video, heute zu kleinen Karamelltörtchen. Dazu brauchen wir einen Biskuit. Den Schokobiskuit habe ich hier schon mal vorbereitet und der wandert jetzt erstmal in den Backofen. Ansonsten brauchen wir noch an Zutaten Sahne, Puderzucker, Butter, Schokolade und Vanilleextrakt. Die genauen Mengenangaben sowie das Rezept zum Nachlesen findet ihr wie immer direkt hier unter dem Video in der Infobox. Als erstes kochen wir eine Ganache, indem wir die Sahne und Vanilleextrakt in einem Topf erwärmen und dann die Schokolade darin schmelzen. Sobald die Schokolade komplett darin geschmolzen ist, stellt ihr die Ganache erstmal zur Seite und lasst sie auf Zimmertemperatur herunterkühlen. In der Zwischenzeit nehmen wir uns eine andere Schüssel und dort wird die Butter zusammen mit dem Puderzucker schön cremig aufgeschlagen. Dann kommt die abgekühlte Ganache dazu und die rührt ihr einfach mit ein und schlagt das Ganze schön schaumig auf. Nun brauchen wir noch die Karamellsoße. Dazu brauchen wir Sahne, Zucker und Butter. Da brauchen wir nun wieder einen Topf. Dort gebt ihr den Zucker hinein und lasst ihn bei geringer Hitze karamellisieren. Das dauert eine Weile, aber so verbrennt euch der Zucker nicht. Wenn ihr die gewünschte Karamellfarbe erreicht habt, dann gebt ihr nach und nach die Butter mit dazu und zum Schluss rührt ihr auch noch die Sahne mit ein. Der Biskuitboden, den hatte ich ja am Vortag schon vorbereitet und gebacken, den schneide ich hier jetzt in die gewünschte Anzahl von Böden. Anschließend nehme ich mir die Dessertringe, die später die Grundform von meinen Törtchen werden sollen, und stelle sie mir auf meinen Biskuitboden drauf, um zu schauen, wie viele Törtchen ich dort herausbekomme, und benutze sie auch gleichzeitig als Ausstecher. Die Biskuitreste, die dabei übrig bleiben, die braucht ihr nicht wegschmeißen. Aus denen könnt ihr Cake Pops machen oder super leckere Rumkugeln. Jetzt machen wir die kleinen Törtchen. Dazu nehmt ihr euch immer diesen Biskuitboden, tränkt ihn mit etwas Läuterzucker, Saft oder Likör, gebt einen der Böden in den Dessertring rein, streicht großzügig von unserer Schokocreme drauf, anschließend ein guter Klecks Karamellsoße, dann der nächste Biskuitboden obendrauf. Und das Spiel wiederholen wir so lange, bis unser kleines Törtchen fertig ist. Anschließend stellt ihr die kleinen Törtchen in den Dessertringen für gute 2 Stunden in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit werden die Törtchen vorsichtig aus den Dessertringen rausgehoben. Dann könnt ihr noch einen Klecks von der Schokocreme obendrauf geben und zum guten Schluss die leckere Karamellsoße drüber fließen lassen. Fehlt nur noch die Dekoration. Dazu habe ich hier diese kleinen Tannenzapfen gemacht. Das passende Video dazu findet ihr unten in der Infobox und natürlich auch hier oben in der Infokarte. Die gebe ich einfach auf die Törtchen oben drauf und als Ersatz für die Tannenzweige nehme ich hier einfach Rosmarinzweige. Die braucht ihr nicht mitessen, die sind rein nur für die Deko. Noch ein paar Granatapfelsplitter für rote Beeren und dann könnt ihr, wenn ihr das Ganze noch weihnachtlicher machen möchtet, noch ein bisschen Puderzucker als Schneeersatz drüber streuen. Und fertig sind die super leckeren, süßen Karamell-Tannenzapfentörtchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt auf jeden Fall drunter, was ihr als Weihnachtsdessert dieses Jahr auf den Tisch bringt. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier auf meinem Kanal. Tschüss!